Hallo ihr Lieben von der German Sky Community. Ich melde mich hier von Gerris Achterbahnrennstrecke, die ich euch gerne mal zeigen wollte. Hat er sich sehr viel Mühe mitgegeben und da ist er echt ein Spezialist drin, denn er hat da gerade jetzt noch eine andere Quest entwickelt. Das besteht dann auf drei Rennstrecken, auf drei Planeten. Einmal die Hell's Cave, die Desperado und die und das Rollercoaster Race. Ja, ich bin halt eben hier bei der ersten, wo ich schon mal versucht habe vor einiger Zeit. Da ist allerdings, das war nicht so gut, das zeige ich euch gleich. Selbst an so Kleinigkeiten wie einen VIP-Sessel, daran hat er gedacht. Also wirklich sehr schön geworden, das Ganze. Ich finde das ganz toll, dass sich jemand so viel Mühe macht. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich werde gleich in dieses Vehikel hier reinsteigen, was ihr ja alle kennt. Und ich hoffe, dass der Hohn und Spott anschließend nicht so stark sein wird. Schauen wir uns doch nochmal gerade die Kommstationen an. Liebe Grüße von der Alien. Und das ist natürlich, haha, 8 Minuten 45 Sekunden. Naja, man könnte ja denken, ja, könnte schnell sein. Man weiß ja nicht, wie groß die Strecke ist. Da kam aber einer mit dem Namen Normi, der das dann in 175 Sekunden gerockt hat. Also ein Unterschied wie zu einem Ferrari, zu einem VW Golf, 34 PS oder 60 PS. Ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Lacht bitte nicht so viel. Ich nehme das auch mit Humor. Und werde jetzt mal so langsam einsteigen. Monument. Von Gerriflein und Alien. Die beiden, die hängen irgendwie immer zusammen. Immer wenn ich irgendwo auf einem Planeten ein Monument setzen möchte, sind die schon da gewesen. Also die sind da immer sehr fix und unterwegs und was ja auch gut ist, finde ich ja auch sehr toll. Gut, dann geht's jetzt mal los. Bevor es wieder dunkel wird, dann ist es nicht so schön, steige ich in dieses Gefährt ein, starte das Rennen und blende mich dann gleich mit ein, damit ihr mein verzweifeltes Face sehen könnt. Und los geht's. Als allererstes, wo ich meistens direkt versage, ist hier diese Ecke. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich mach das mal ganz gemütlich. Und anders geht's sowieso nicht. Damit wir wirklich auch ankommen, weil wenn man hier rechts oder links runterfällt von den Schlangen, da kann man das Rennen auch gleich abbrechen und nach Hause gehen. Noch geht das ja. Noch sind die ganz breit, die Schlangen, das wird aber nachher noch anders werden. So, müssen wir darüber. Ah, seht ihr, so meinte ich das, so sollte man es natürlich nicht machen. Ihr seht, ich bin da der absolute Könner drin. Ich habe manchmal das Problem, den Weg zu finden. Thank you.
glaube, da war ich schon vorbei. Muss ich da hinten lang? Ja. So, und jetzt fängt der eigentliche Schwierigkeitsgrad an. Obwohl das andere auch schon super schwierig für mich ist. Also das hat der Gareth richtig toll gemacht. Ah, ja. Und das sollte natürlich nicht passieren. Da versucht man... Ah, Glück gehabt, dass ich hier wieder hochgekommen bin. Ja, geh du mal weg. Nein, 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 nein. Oh, weia. Oh nein, ich hab's geschafft. Das ist ja unglaublich. Und mit einer super akzeptablen Zeit. Das ist natürlich eine hervorragende Verbesserung meinerseits. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für euch. Ist aber auch egal. Schreibt was da unten rein. Alles gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.